47, hier ist Diana. Sie haben Befehl, Lieutenant Yusef Hussein, den kommandierenden Offizier der unterirdischen Basis, zu töten. Identifizieren Sie ihn anhand des Videos. Stellen Sie außerdem die Ware sicher, die der Khan versteckt hat, und bringen Sie das Material an die Oberfläche. Ich schicke einen Helikopter, der das Zeug abholt. Auf der Basis wimmelt es von Soldaten. Die Wachen sind in höchster Alarmbereitschaft. Sie reagieren sofort und schnell, wenn Sie sie entdecken. Nutzen Sie die Überraschung, 47. Ich wiederhole, dringen Sie in die Basis ein, neutralisieren Sie den Lieutenant und bringen Sie die Ware nach oben. Ich glaube, das war's und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Hitman. Schau mal das Video an. Na gut, das sind alles solche Rabauken. Ich habe einfach mal weggedrückt. Karte. Okay, das ist die Ambiente. Was haben wir hier noch? Hussein. Alles klar. Die sehen auch irgendwie immer gleich aus. Okay, schön. Dann machen wir mal weiter. Durch die Stollen heißt die Mission. Wo lang müssen wir denn? Oh, das sieht voll aus. Was für ein Ort. Ja, damals hat man auch gesagt, ja, das ist voll die gute Grafik und so. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wackel ich gerade echt mit dem Kopf. Okay, so schlecht ist die Grafik nun auch wieder nicht. Muss man einfach mal sagen. Da hinten habe ich gerade einen gesehen. Oh. Jetzt weiß ich, was gesagt wurde. Jetzt weiß ich, was damit gemeint war. Schön. Hä? Ich verstehe gar nicht, wo ich lang gehen muss. Runter? In den Untergrund? Kann ja gut sein, ne? Umziehen. Da gehe ich nur mit Kleidung runter. Wenn die schon sagt, da sind richtig viele Feinde, da gehe ich nur mit Kleidung runter. Einsatzziel erreicht. Okay. Immer Ruhe bewahren. 47? Okay, Yusef müsste irgendwo unten sein. Immer Ruhe bewahren. Was zum Teufel, Mann? Können wir gleich neu laden hier? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der Kerl gemacht hat? Seine fucking M16? Das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Ehrlich nicht. Geh jetzt am besten mal hier entlang. Wenn der Kerl mit einer M60 auf dich schießt, dann muss er alle auf eine Person mit einer M60 drauf schießen. Also, die Probleme hätte ich mal gerne. So, da kommt einer. Der ist auch eliminiert. So, jetzt gehen wir aber runter. Jetzt gehen wir auf jeden Fall runter. Und dann speichern wir davor, weil ich will jetzt nicht so viel Damage kassieren von dem Kerl. Deswegen habe ich das... ja. Neu gestartet. Die Mission. Muss man natürlich tun. Anders geht's nicht. So, dann komm mal her, du Arsch. Was macht Erden? Gut. Sehr gut. Das war nur ein, zwei. Einer ist noch hier, glaube ich. Gut. Kassier erstmal mit einer M60. Dann können wir weiterreden. So. Was soll denn hier sein? Irgendjemand wird hier gerade verkloppt, habe ich das dumpfe Gefühl. Da hinten ist einer. Speichern wir mal kurz. Wie viele Speicherpunkte habe ich überhaupt noch? 5. Okay.
Sicher ist sicher. So, Generator einmal aus, dann sehen die mich, glaube ich, nicht. Boah, wie furchteinflößend das sein muss. Richtig geil gemacht. Ja, jetzt teilweise sehe ich auch nichts, aber ist nicht so schlimm. So, hier ist die Ware. Wie kriege ich das Ding denn auf? Komm schon. Geht das nur mit Licht? Das war der Stromgenerator, ne? Ja, ich denke mal schon. Das war der Stromgenerator, deswegen kann ich nichts sehen, kann ich nichts Ach du Kacke. So. Diegel hatte der Kerl. Cool. Eine der geilsten Waffen im Spiel. Auch Diegel. Richtig geil, die Waffe. Damals bei Counter-Strike Source zumindest war die Waffe ziemlich gut. Der Gefolterte verrät... Egal. Da müssen wir jetzt suchen. Aha, ich hab den Kerl. Der muss hier sein. Sollen wir den nur umbringen? 47, ja. Hier ist der... Der muss hier sein. Hi. Der hat eine Diegel und hat sich hier verschanzt. So ein Schweinepriester. Boah. Ey, ganz ehrlich, das ist einfach, ne? Das ist wirklich einfach, wenn man... Sneaky hier. Die wissen ja nicht, wo du bist. Die suchen dich. Die suchen dich, sehen nichts. So, jetzt habe ich keine Munition mehr. Deswegen nehmen wir Diegel. Bam, bam, bam. So. Der Kerl ist eliminiert und dann können wir einfach mal da nach hinten und den Schalter wieder einschalten. Schalter, sag ich, den Generator. So, endlich ist wieder Strom da. Das war eigentlich eine gute Taktik, ne? Sofort zu gehen. So, auf zu grufen und an die Oberfläche. Voll unauffällig. Einfacher, also... Ich habe keine Ahnung, Leute, aber ich fand das recht jetzt einfach. Das war recht einfach. Klar, ich bin jetzt einfach wieder durchgerannt, ich weiß, aber... Das ist, glaube ich, die einfachste Methode hier, glaube ich. Gute Arbeit, 47. Sichern Sie das Gelände, falls dort irgendwelche Soldaten auftauchen. Ich gebe dem Helikopter Ihre Position durch. Er kann dann die Ware abholen. Gut, dann speichere ich. Soll die Gegend absichern. Helipad nicht sicher. Dafür sind hier ein paar Schweinepriester. Oh, erfüllt. Amokläufer. Was für eine Bewertung man manchmal hier bekommt. Ich finde es immer so witzig. Richtig geil. Richtig geil. Nicht schlecht. Ja, und das war wieder eine weitere Episode von Hitman, Silent Assassin. Ja, diesmal ging es wirklich schnell.
Also, genau wie in den letzten Episoden zumindest, es ging ja noch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dann, wenn wir dann wieder im Auftrag für Diana etwas erledigen. Vielen Dank wieder fürs Mitschauen und bis zur nächsten Folge.